Herzlich willkommen zur Hasenparty! Yay! Und schon ist hier voll der Alarm. Irgendwie hängt mein Bild noch ein bisschen. Ah, wir kriegen das hin. Ich habe hier noch meine Kontrollmöglichkeit. Gleich mit aufgebaut, damit ich den Chat lesen kann. Das ist ja immer ein bisschen weit weg, ne? Obwohl, geht. Huhu, Joe. Hallo, Anja. Wir warten noch einen kleinen Moment mit unserer Hasenparty. So, hallo, Hasi. Hallo, Lisa. So. Ach, ja. Ich hoffe, das wird gut. Ich hatte ja Weihnachten, so einen tollen Wichtel bei mir. Ja, der hat aber leider Hasenurlaub. Jetzt muss ich mal wieder alles alleine machen hier, ne? Und von daher, ja. Aber ich muss euch gleich unbedingt noch die neuesten Hasi-Geschichten erzählen. Da ist ja wieder mega Lästerei am Hasi-Himmel. Ich habe also die wichtigsten Geschichten mitgebracht, ne? Also das ist unglaublich sowas. Wenn man sich das nur überlegt. Ein Hasi und ein Hühnchen, ey. Also, naja, wo die Liebe hinfällt, ne? Ich erzähl's euch gleich. Hallo Maria. Moin Dörte. Schön, dass ihr da seid. Hallo Anna. Schön, dass du auch reinschaust. Zur Hasenparty. Ja, Hasenparty. Heute geht's los. Ich bin schon umringt von ganz tollen Hasi-Präsenten, die wir uns heute natürlich alle angucken. Ihr habt euch das ja gewünscht. Nach dem Weihnachtswichteln habt ihr gesagt, das findet ihr so toll. Ihr möchtet gerne eine Hasenparty, also Weihnachtswichteln zu Ostern. Und das tun wir heute. Ne? Nicht mit Weihnachtsmütze, sondern mit schick Hasi-Ohr. Ich habe mich angepasst der Jahreszeit und dann machen wir heute Hasi-Party. Ich habe, wie gesagt, die neuesten Lästereien aus dem Hasenstall mitgebracht. Die erzähle ich euch gleich und danach packen wir aus. Iris schreibt, Hugo, ich komme später wieder. Zeitmanagement. Ja, liebe Iris, was soll ich sagen? Ich könnte dir einen Vortrag empfehlen, da kann man was lernen. Ja, also Iris kommt später wieder, auch kein Problem. Also, wir machen es wie immer. Nachdem ich euch die neuesten Hasi-Lästereien erzählt habe, packen wir unsere Hasi-Präsente aus und ich sage, wer das Hasi-Präsent gemacht hat. Und am Ende unserer Hasenparty erwähne ich auch, für wen das jeweilige Präsent ist. Hallo Heike, schön, dass du da bist. Genau, am Ende der jeweiligen, am Ende der Session erwähne ich noch, für wen das Geschenk ist. Wenn das jemand nicht wissen möchte, was jetzt für ihn ist, dann darf er gerne vorher abschalten. Dann bleibt die Überraschung noch, bis das Paket ankommt. Wer das wissen möchte, der darf bis zum Ende zuschauen und kriegt dann nochmal verraten, was es denn wird. Ich hoffe, ich kriege das heute auch alles hin in meinem Kopf, dass ich mir das alles merken kann. Oh, schauen wir mal. Aber ich trinke einen Schluck. Ihr wisst ja, wer viel sabbelt, muss auch viel trinken. Und dann starten wir einfach mal mit den neuesten Hasi-Nachrichten. Henneliese und Hase Esil haben eine Affäre. Hammer, oder? Also, das ist der heiße Scheiß bei uns im Hasenstall. Redet jeder drüber. Unglaublich. Nur Esil nicht. Der ist ja nicht da. Der ist ausgezogen. Aber von vorne. Das war letztes Jahr schon, ne? Kurz vor Ostern, da fing das an.
Hase Isil hatte viel zu tun. Der musste nämlich viele Eier bemalen und sie in Körbchen legen, herumtragen und dann Ostersonntag zu den Kindern bringen. Diese Eier musste aber von der Henne zuerst gelegt werden. Henne Liese, die Frau von Hase Esil, hatte es aber gerade gar nicht eilig mit dem Eierlegen. Sie gackerte viel lieber singend durch die Gegend und schwänzelte auf dem Hof herum. Es waren die ersten milden Tage seit langem und sie machten Liese richtig glücklich. Hättest du mal sehen müssen, so eine Henne auf dem Hof bei den Hasen, ne? So, weißt du. Esil schaute ihr eine Weile zu und beobachtete sie. Dann huschte ein kleines Lächeln über sein Gesicht. Liese, rief er nun, ich bin parat. Kannst du mir die ersten Eier bringen? Liese schreckte hoch, drehte sich zu Esil um. Sie sah, dass er die Eierstaffelei aufgestellt hatte und sämtliche Farbtöpfe daneben. Oh mein Gott, Ostern, das habe ich ja total vergessen. Ich beeil mich, mein Hasilein, säuselte sie und schwänzelte hurtig ins Haus, aber nicht, ohne sich vorher nochmals mit einem kecken Blick zu Esil umzudrehen und ihm einen Handkuss zu schenken. Jetzt lachte er. Weiber, sagte er vor sich hin und setzte sich noch eine Weile. Eine kurze Pause war gar nicht so schlecht. Es wird noch genug Arbeit geben, dachte er. Esil machte es sich gemütlich und legte sich ins weiche Moos. Den Hut zog er sich über die Augen und so träumte er vor sich hin. Hasimänner-Ebene, ist unfassbar. Wenn die liegen, sind die weg. Er dachte an die Zeit, als er Liese kennengelernt hatte. Damals war Esil noch mit einem Häschen verheiratet. Ich sag ja, das ist der heiße Scheiß in diesem Jahr. Der ganze Hasenstall redet drüber. Nur, so ganz glücklich war er damals nie, denn seine Frau war immer unterwegs und vor allem gerne mit anderen Hasen zusammen. Er war viel allein und das machte ihn sehr traurig. Verheiratet sein hatte er sich schöner vorgestellt. Als er Liese am Hoffest das erste Mal sah, da hatte er sich sofort in sie verliebt. So eine schöne, stolze Henne hatte er noch nie gesehen. Er war total geblendet von ihrem grazilen und schönen Wesen. Das getraute er sich allerdings noch nicht zu sagen. Er beobachtete sie zuerst nur. Zudem dachte er, das geht doch nicht, ein Hase und eine Henne. Das passt doch gar nicht zusammen. Er ließ sie aber nicht aus den Augen und es schien, dass sie immer gerade dort etwas zu tun hatte, wo auch er war. So sah man sie recht häufig und mit großer Wonne an ihm vorbeitänzeln. Jedes Mal, wenn sie an Esil vorbeikam, schenkte sie ihm ihr schönstes Lächeln und klimperte mit den Wimpern. Er war hin und weg. Merkst du was? Verheiratet. Und ja, so geht das, ne? Da kommt da so eine Henne an. Das ist, wie gesagt, ne? Thema Nummer 1 im Hasenstall im Moment. Was für ein goldiges Stück, dachte er und fragte einen Freund, wie sie heiße und von wo sie komme. Dieser sagte ihm, das sei Henne Liese, sie sei hier vom Hof und helfe immer fleißig arbeiten. Jetzt hielt Esil nichts mehr an seinem Platz. Er rannte hin zu Liese und sagte, »Hallo Liese, ich bin Esil und ich möchte dich fragen, ob du mit mir ausgehen möchtest. Ich würde dich gerne einladen.« Liese strahlte und sagte sofort ja, denn sie hatte sich nämlich auch auf den ersten Blick in diesen großen, stämmigen Hasen verliebt. So kam es, dass Esil sich von seiner Frau trennte und zu Henne Liese ging. Bald merkten sie, dass sie ein gutes Team waren. Sie legte die Eier und er brachte sie zu den Kindern. Denn das war genau das, was beide immer schon am liebsten machten, den Menschen Liebe schenken. Und weil sie zusammen keine Kinder haben konnten, war es für sie das Schönste auf der Welt, wenn sie jetzt gemeinsam den Kindern eine Freude machen konnten. So ist das mit dem Hasen und dem Hund. Durchgebrannt sind sie. Und was die andere Hasi-Mausi sagt, ne, da will ich gar nicht drüber reden. Also, dicke Lästerei im Hasenstall, ich sag es euch. Ja, wir haben ein paar neue Zuschauer gekriegt.
Hallo Sandra, hallo Eva, hallo Anja, hallo Jopi. Schön, dass ihr auch alle reinschaut. Ja, eine kleine Hasengeschichte vorweg. Und ja, großer Aufräumhasenstall. Ich würde vorschlagen, wir fangen einfach an. Deswegen sind wir alle hier und alle total neugierig. Ich fange jetzt einfach an, eure Pakete auszupacken. Also, ich habe schon mal reingeguckt. Natürlich. Ich habe das trotzdem alles wieder im Karton versenkt. Und jetzt, hier, ich muss noch mal hier die Kollegen mal ein Stück zur Seite stellen, ein bisschen Platz machen, damit wir hier gucken können. Genau. So, wir starten einfach mal. Ich hoffe, ich komme hier hinterher auch raus, ne? Beim vorletzten Weihnachtswichteln, was ich alleine gemacht habe, war nämlich das Problem hinterher, dass ich mich komplett eingebaut habe und hier kaum wieder rauskam. Ich hoffe also, dass das dieses Jahr besser ist. gut siehst du aus. Dankeschön, liebe Heike. Daniela Scholz schreit, huhu, ich weiß, wie der Hase läuft. Er hoppelt. Genau, so sieht es nämlich aus. Der hoppelt zu seiner Henne. So, wir starten mit dem Paket von der lieben Sabine. Sabine hat eine ganz tolle Karte gebastelt. Mit frohe Ostern. Und dazu gibt es eine süße Tüte, die leider ein bisschen gelitten hat. Aber den Zweck erfüllt sie noch. So, das stellen wir wieder zur Seite. Hier, Tüte. Es ist wie Weihnachten, ne? Nur dass jetzt Ostern ist. Aber es ist trotzdem toll. Also, es gibt Hüftgold. Es gibt eine Tasse und das ist so Schokolade zum Auflösen in Milch für die Tasse. Und auf der Tasse, das kann man aufgrund meines Ringlichts natürlich irgendwie ganz schlecht sehen. Da steht Glücksmomente drauf. Ja, doch. Tatsächlich kann man es doch sehen. Das hat Sabine selbst gestaltet. Dann haben wir ein Schild. Mein Lieblingsort. Das sieht man jetzt wahrscheinlich echt. Ja, auch noch. Genau. Es ist spiegelverkehrt, weil ich ja mit der Selfie-Kamera filme. Sorry about that. Aber ihr könnt ja trotzdem sehen, was hier passiert. Dann haben wir einen hübschen Bilderrahmen. Glück beginnt da, wo man die Zeit vergisst. So kann man es sehen. Seht ihr hier ein kleiner Unfall in der Tüte, aber das ist nicht so schlimm. Sie erfüllt trotzdem noch ihren Zweck. Und wir haben zwei beplottete Duftkerzen. Mein Wäschezimmer roch die letzten Tage mit den Hassi-Präsenten um die Wette. Hier gibt's Happy Moments. Und auf der anderen Seite steht Lebe jetzt. Und das haben wir dann auch nochmal in Orange. Genau, auch Happy Moments und Lebe jetzt. Ich halte die nochmal in die Kamera. So sieht das aus. Sehr, sehr schön gestaltet. Beplottet. Genau. Das Hasenpräsent von der lieben Sabine.
So. Schipup. Und das Herz. Und die kleine Watte. Genau. Sehr schön. Vielen Dank fürs Mitmachen, liebe Sabine. Ich muss eben die Kisten wieder zu den Namen stellen. Sonst habe ich... Ups, guck mal. Später. Kleines Problem. Die Celebrations müssen ja auch noch mit, ne? Mit der Umsortierung. So. Dann machen wir hier gleich weiter. Dies Jahr hat mich persönlich erreicht. Hier gibt es noch Verpackungsmaterial zum Weiterverschicken. Das hier ist nämlich von Hasenmami Dörte. Gibt es auch noch ein kleines Schild dafür. Und Hasenmami Dörte hat eine Kiste gebastelt. Die mache ich hier mal auf. Und in dieser Kiste, also schön mit Designerpapier bezogen, gibt es lauter tolle Dinge, die wir uns jetzt mal anschauen. Für die Hasen-Omi, an mein Hasenkind von Hasenmami. Dann fangen wir mit Hasenkind und Hasenmami an. Hier haben wir eine Osterkarte mit einem gestalteten Briefumschlag. Anna sagt, habt noch einen schönen Abend zusammen. Liebe Anna, das wünsche ich dir auch. Schönen Abend für dich und schöne Ostertage. Das stecken wir hier wieder rein. Lesen tun wir das natürlich nicht. Das ist für das Hasenkind. Hier ist für die Hasenomi. Das bin in dem Fall ich. Wie sollte es anders sein in rosa, ne? Hier haben wir auch einen selbstgestalteten Umschlag und eine selbstgestaltete Karte. Guten Abend, Mandy. Schön, dass du reinschaust. Da hat Dörte mir ein paar liebe Zeilen geschrieben. Sehr, sehr gerne. Das habe ich sehr gerne gemacht. Ich freue mich immer sehr, wenn euch das gefällt und ihr Spaß daran habt, dann habe ich schon alles richtig gemacht. So, wir haben sehr schön verpackt, damit es auch auf die Reise gehen kann, ein Eierwärmer. Mit Augen. Also es hat auch Augen. Ich, vielleicht ein, eine Schnecke, würde ich sagen, mit Haus vielleicht. Auf jeden Fall ein Eierwärmer. Aber ich bin tatsächlich im Identifizieren echt nicht so gut. Aber vielleicht kann uns Dörte schreiben, was das für ein Tier ist. So, jetzt müssen wir eben hier ein paar Nachrichten wegklicken. Zack, so. Ein Apfel, guck mal. Dann ist es ein Wurm, der aus dem Apfel rausguckt. Das ist auch süß. Aber bei Eierwärmer war ich schon. Oh ja, guck mal. Und hier, das kann man auch besser erkennen. Auch ein Eierwärmer. Ja, ich halte das mal in die Kamera. Ich glaube, das mit dem am Band festhalten kann man nicht so schön präsentieren. Eine Eiermütze. Rosa ist keine Farbe, rosa ist eine Lebenseinstellung. Jawohl, da hast du recht, liebe Sandra.
Das ist es auf jeden Fall bei mir. So, das haben wir auch. Dann haben wir hier auch einen schön eingepackt. Oh, das ist ja Wahnsinn. Fällt das auf, wenn das fehlt? Ja, ne? Das sind so Pailletten in Form von so einem Hasi. Der hat sogar zwei Blümchen noch. Das hat zwei Blümchen und ganz viele Federn. Sehr niedlich. Und Fackelaugen. Auch schöne Osterdeko. Genau, und diese Pailletten sind aufgespießt mit kleinen Stecknadeln. Mega viel Arbeit. So, und dann, oh Gott, haben wir hier noch ein Teil. Das packen wir auch schnell aus. Schnell war nicht. Vorsichtig ist wichtig, ne? Genau. Ich wollte ja dann auch noch wieder einpacken können. So. Sehr süß. Für Anti-Ostern. Gibt's ja noch. Oh, der dreht sich auch schon wieder weg. Hier so ein. Sehr, sehr süß. Ich habe keinen Bock auf Ostern. Gibt es bestimmt auch ein paar. Die kriegen dann Ostern ihren Eierwärmer. In einer anderen Form. Sehr, sehr süß. Das ist eine schöne Idee, Dörte. So. Das kleben wir schnell wieder zu. Dann stecken wir das wieder in diesen hübschen Karton, damit ich weiß, von wem es ist. So, der Brief darf nicht fehlen. Der kleine Zettel, von wem es ist, mit roter Schleife, auch die kommt noch wieder drum und das Packpapier dazu. Vielen lieben Dank, Dörte, für deinen Beitrag zu unserer Hasenparty. Stellen wir mal da oben hin, damit das ganz vorsichtig ist. Und dann machen wir weiter hier. Das ist das Hasengeschenk von Kriemhild. Kriemhild hat eine Karte gestaltet. Ich hole die mal eben aus der Folie raus, damit das nicht so spiegelt. Halt noch mal einen Finger drunter. Da haben wir eine Hasenkarte. Sehr, sehr niedlich. Und dazu gibt es ein für dich. So, ich halte es nochmal fest. Es gibt nämlich so eine Sollbruchstelle. Das werde ich noch reparieren, bevor ich es wieder auf den Weg schicke. Denn hier ist das leider klebt nicht so richtig. Das klebe ich aber auf jeden Fall noch wieder zu, bevor ich es weiterschicke. Hier haben wir eine kleine süße Schachtel. Und in dieser Schachtel befindet sich Hasi. Wenn wir dann unseren Hasi zur Seite legen, haben wir eine ganz, ganz süß gestaltete Schachtel, die man dann aufmachen kann. So einfach an jeder Ecke. Das ist nämlich ganz süß gefaltet. Hier drin haben wir noch ein bisschen Hasenschutz in Form einer Osterserviette. Und dann haben wir Osterdeko. Die schauen wir uns jetzt mal genauer an.
Ach, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll hier. So. Wir haben einmal. Ich glaube, wir fangen hier an mit ihm hier. Wir haben ein kleines Schaf, das ein Ei hält. Ja, hielt. Ein kleines Schaf, da kann man die Arme ein bisschen biegen. Und der kann ein kleines süßes Ei halten. Und wir haben Filz-Ostereier. Ist ein bisschen durcheinander getüdelt hier. Ja, Filz-Ostereier. Ich bin mir nur noch nicht sicher, ob das hier zusammengehört. Oder ob sich das jetzt einfach zusammengetüdelt hat. Das sehen wir hier. Da gibt es noch so einen kleinen Pompon als Biene mit Flügeln dran. Auch sehr, sehr niedlich. So, dann schauen wir mal, dass wir das wieder unterkriegen. Vielen Dank, liebe Kriemhild, für deinen Beitrag. Süße Osterdeko. Oh ja, das kriege ich nie wieder eingepackt. Ich gebe mein Bestes, ganz in Ruhe nach der Show. Ihr wisst, die Geschenke sind bis jetzt immer ordentlich und heile bei euch angekommen. Das wird auch dieses Mal so sein. Versprochen. So, das stellen wir nämlich dann ganz kurz mal hier rein. Schwupp. Dann machen wir weiter mit dem Hasi-Präsent von meiner lieben Downline. Von der Lisa. Da gibt es eine süße Hasi-Karte. Ohne Hasi, ne? Das finde ich einfach auch total niedlich. Wenn so ein Hase ohne Hase. Man braucht also auch nicht zwingend immer Hasendinge, um Ostersachen zu gestalten. Und das finde ich ein schönes Beispiel dafür, dass das auch ohne geht. So, hier haben wir ein bisschen Seidenpapier. Und dann haben wir eine gestaltete Schokoladenverpackung. Glaubt ihr mir, dass Schokolade drin ist? Ja, ne? Die bleibt auch drin, das verspreche ich. Da, Schokolade. Ich mach's gleich wieder zu. Ist wie Weihnachten hier, ne? Da kriegt man auch vom Zugucken schon 1,5 Kilo Ofenhüften obendrauf. So, schleife wieder drum. Und dazu gibt es unsere Acetatschachtel. Ich hole das sofort da raus, damit das nicht so reflektiert oder nicht so spiegelt für euch. Und hier gibt es in der Acetatschachtel ein kleines Album. Gestaltet von der Lisa. Sehr, sehr süß. Hier kann man noch aufklappen. Und hier kann man auch noch einen rausziehen, glaube ich. Na? Yes, da ist auch noch was zum Rausziehen drin. Mega schön. Genau, Daniela sagt auch schon, das sieht toll aus. Ja. Sehr, sehr süß gestaltet. Kommt für dich in der Acetatschachtel. Ups. Hoppala. So. Wieder rein in die Acetatschachtel.
Genau, von Lisa. Für wen verrate ich ehrlich gesagt noch nicht. Das verraten wir erst am Ende unseres Auspackmarathons, den wir hier heute machen. So, weiter geht's mit dem nächsten Schuhkarton, der mich erreicht hat. Müssen wir mal eben drauf gucken, wer das war. Das ist von der lieben Heike. Heike hat auch wieder mitgemacht. Freue ich mich sehr. Und Heike hat einen Schuhkarton gebastelt. Einmal mit einem Ostergruß für mich. Der ist sehr, sehr süß. Jetzt muss ich es ja aufmachen, ne? Da hatte ich nämlich tatsächlich noch nicht reingeguckt. Ich wollte ja auch noch ein bisschen Vorfreude haben. Hüftgold. In rosa. Da ist es. Und ein bisschen Ostergras. Sehr süß. Sehr niedlich. Vielen Dank. So, hier mache ich hinterher wieder eine Schleife drum, ne? Das soll ja einfach schön bleiben. Dankeschön, liebe Heike. Ich freue mich sehr. Und das eigentliche Hasi-Präsent, was dann auch wieder auf Reisen geht, haben wir hier. Da steht schon Hasenparty. Süß, ne? Und wir haben ein kleines Schleifchen und ein kleines Klippchen, was wunderbar ist, weil man es einfach prima auspacken kann. Und auch hier haben wir eine Kiste gestaltet mit Designerpapier. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir, ja, spiegelt nichts, aber gucken kann man ja trotzdem. Neutral, schlicht, schön zum Hinstellen, sehr, sehr süß, mit einem abnehmbaren Deckel. Und da gucken wir jetzt mal rein. Ja, wo fangen wir an? Wir fangen mit der Karte an. Hier gibt es eine Karte dazu, frohe Ostern. Guck mal, da ist auch die Iris wieder da. Herzlich willkommen. Heike sagt super. Genau. Ha, schön. Kinderschokolade. Und eigentlich, also eins nehme ich noch raus. Das ist nämlich noch so ein Herzchen, wie ich es in meiner Verpackung hatte. Und jetzt zeige ich euch mal, oder ich versuche das zumindest, weil das ist einfach echt niedlich. Auf dem Schild steht, Kreativität ist unsere Leidenschaft. Und auf dem anderen Schild steht, Ideenfabrik. Und wir haben hier so einen Aufsteller. Ich traue mich gar nicht, den ganz aufzumachen. So, sieht man das? Hier gibt es ein kleines Fach, das kann man aufziehen. Da unten ist Hüftgold drin. Was habe ich verpasst? Ja, Iris. So ein bis drei Hasi-Geschenke und den heißen Hasi-Scheiß aus dem Hasi-Stall, den hast du auch verpasst. Dann haben wir hier ein bisschen Tee. Hier für die Ideenfabrik zum Aufschreiben, ganz wichtig. Ein paar kleine Klämmchen, einen in rosa. Also wenn der fehlt, ne, dann müsst ihr herkommen, euch den abholen. Und wenn man viel gearbeitet hat mit Papier, dann muss man auch viel Finger eincremen, weil Papier trocknet unfassbar die Hände aus. Sehr, sehr süß. Heike. Ich glaube, ich hatte letztes Mal schon gesagt, am liebsten würde ich es behalten. Aber selbstverständlich geht das ja auf Reisen, ne? Ich behalte hier nichts. Außer die Dinge, wo explizit Christiane draufsteht. Aber super süß.
die Hasenparty. Das stecken wir hier wieder rein. Na? Ich bin einfach jedes Mal wieder sprachlos, wie kreativ ihr seid. Und dass ihr mit so viel Liebe und Freude kreativ seid und anderen noch eine Freude macht, das finde ich, also wirklich, das macht mich echt sprachlos. Freue mich da sehr drüber. So, Schleife mal später, das kann ich sowieso nicht, wenn mir jemand auf die Finger guckt. Also, liebe Heike, vielen Dank, schön, dass du dabei bist. Und dann haben wir hier noch einen Karton auf dem Stuhl. Ich arbeite mich durch. Der Karton hat mich von weiter weg erreicht. Ich pack's schnell alles einmal aus. So. Und dann stellen wir erst den Karton wieder zur Seite. Also. Oh, für Christiane. Ah, Hüftgold für mich, falls ihr mich sucht über Ostern. Ne? Ich rolle dann vom Sofa ins Bett. Kleines Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Danke dir, liebe Steffi. Dann haben wir hier. Und noch ein für Christiane. Au revoir. Oh, wie niedlich. Eine kleine Verpackung. Ich halte die erst nochmal in die Kamera. Da. Und es ist was Süßes drin, was wir ja offiziell nicht verpacken dürfen. Aber ihr habt einmal reingeguckt, ne? Macht das schnell wieder zu. Vielen, vielen lieben Dank, Steffi. Ich freue mich sehr. So, dann haben wir für den Hasi-Wichtel natürlich auch eine Karte. Und ich bewahre das Briefgeheimnis, aber ich möchte wenigstens sehen, wie die Karte aussieht. Ne? Also gucke ich nicht rein, was drin ist. Fällt was raus? Nein, fällt auch nichts raus. Aber wir schauen uns die Karte an. Sehr, sehr süß. In Blau gehalten. Und dann gibt es feierliche Ostergrüße. Und guck mal, wer da rausguckt. Hallo. Einer meiner Kollegen. Da muss ich den Anfang wohl im Replay gucken. Das stimmt. Mein Hasi. Heike, das hast du echt wieder toll gemacht. Ja, Anja, da hast du recht. Das hat Heike wirklich. Das ist wieder sehr, sehr niedlich geworden. Ja, wir sind aber noch aktuell im Geschenk von der lieben Steffi. So. Da gibt es auch eine ganz, ganz süße Verpackung mit glitzernden Hasenohren. Könnt ihr das nicht einfach alles in grün einpacken nächstes Mal? Fällt mir dann immer leicht, das weiter zu schicken. Da, also, ich wäre dafür. Ja. So, und jetzt verrate ich mal eine Kleinigkeit als Erklärung ein bisschen. Steffi hatte sich nämlich was Großes, Tolles vorgenommen zu basteln. Und dann war die Steffi ein bisschen lädiert und konnte gar nicht mehr basteln. Und musste ein bisschen umdisponieren. Trotzdem glaube ich, dass das Hasi-Geschenk gut ankommt. Hier gibt es nämlich einen total schönen Spruch, denn die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und ich kann mir vorstellen, dass es jemanden gibt, der jetzt schon weiß, dass er gemeint ist. Und es gibt hier drin eine Tasse. Ganz niedlich, sehr süß. Und ja,
ein bisschen aus der Not heraus. Trotzdem finde ich es wirklich ein schöner Gedanke und sie hat sich nach trotzdem Gedanken gemacht, auch wenn sie basteltechnisch ein bisschen gehandicapt war. Aber Steffi, vielen Dank. Schön, dass du dabei bist. Und ich kann dir sagen, dein Geschenk wird, also der Hasi-Empfänger wird sich freuen. Na? Wollen ja nicht die schöne... Achso, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Die hier muss noch mit. Wichtig, ne? Soll ja heile ankommen. Insofern so viel, wie heißt sie eigentlich? Knickfolie, Luftpolsterfolie, wie dieses Mal. Habe ich auch lange nicht mehr gesehen, tatsächlich. Das war dieses Mal ganz schön viel. Aber Luftpolsterfolie hält ja immer viel aus. Und so können wir auch davon ausgehen, dass das Heile sein Ziel finden will. So, dann hier wieder rein. Da wieder dazu. Die Karte dazu. Und schon auf den Weg geschickt. So, die Sachen von Steffi stellen wir mal hier hin. Vielen lieben Dank nochmal. So, weiter geht's. Ich würde vorschlagen, hiermit. Zack. Voilà. Knackfolie. Knüster. Ja, genau. Knackfolie. Hier, ne? Siehst du schon, oder? Ganz viel Knackfolie hat mich erreicht. So, das hier ist das Geschenk von der lieben Heidi. Da freue ich mich auch sehr, dass Heidi sich entschlossen hat, teilzunehmen. Hier gibt es... Ich packe das hinterher auch wieder so ein, wie es vorher war. Es gibt nämlich, und das fand ich total süß, als ich diese Box aufgemacht habe, gab es ganz viele Herzen auf der Knackfolie. Das fand ich sehr, sehr süß. Und natürlich packe ich das auch genauso wieder ein, damit sich der Empfänger genauso freuen kann. Dann gab es von der lieben Heidi natürlich auch eine Osterkarte. Deine Adresse, liebe Heidi, schieben wir mal ein bisschen hier wieder aus dem Bild raus, ne? Genau, aus dem Bild raus. Ja, aber es gab eine süße Osterkarte. Hier ist auch sehr, sehr niedlich, oder? Er erinnert mich so ein bisschen an die Tassen. Es gibt auch so Tassen mit Gesichtern drauf. Die sind auch sehr niedlich. Sehr schön. Seid ihr eigentlich alle noch da, oder? Seid ihr alle schon eingeschlafen? So, dann haben wir Artist Trading Cards. Zwei Stück. Hat die liebe Heidi da auch mit reingesteckt. So kann man es, glaube ich, sehen, trotz dass sie in Folie sind. Ja, klaro, Iris ist noch da, das freut mich sehr. Eva ist auch da, hallo Eva. Noch da, sehr gut. Genau, zwei Artist Trading Cards kommen mit dazu. Dann haben wir hier eine gestaltete Verpackung mit einem schlichten Gucke gespannt zu. Sehr schön, so soll es sein. Eine Verpackung. Und in dieser Verpackung gibt es eine weitere Verpackung, die ich jetzt einfach mal öffne, damit wir hier nicht zu viel Werbung machen. Und in dieser weiteren Verpackung gibt es Votivkerzen mit Duft. Ne? Also wie gesagt, mein Wäschezimmer roch die letzten Wochen schon gut. Ich glaube, das werde ich sehr vermissen, wenn ich das morgen alles zur Post bringe.
dann, ja, wie soll ich sagen? Muss ich wieder selber waschen. So, und dann haben wir hier noch eine kleine gestreifte Verpackung. Auch sehr niedlich. Und auch hier gibt es die Lichter. Die riechen übrigens auch sehr gut. Sabine, habe ich schon Hallo zu dir gesagt? Schön, dass du reinschaust. So, das Geschenk von Heidi. Vielen lieben Dank, Heidi. Wie gesagt, ich packe es so ein, wie ich es vorgefunden habe. Und dann geht es wieder auf die Reise. Platz haben wir keinen, aber das ist ja normal hier, ne? So, womit machen wir weiter? Ich würde sagen, hiermit. Hier haben wir das Geschenk von der lieben Anja. Anja hat Hasen gestaltet, auch wieder ohne Hasenstanze. Ist auch eine süße Idee mit der Herzstanze und dem Oval Hasen zu gestalten. Auch wieder Tüte mit Klammer. Wunderbar, kann ich wunderbar ein- und auspacken. Ich bin sehr begeistert. Das macht großen Spaß. So, hier haben wir Ostereier. Diesmal in weiß und undekoriert. Wir haben eine Osterkarte. Auch super niedlich, oder? Das kleine Küken ist ja echt mein Favorite hier. Und dann haben wir hier versuche das mal, dass ich das nicht aufmachen muss. Schauen mal, ob das funktioniert. Also es sind Pfeffer und Salz. Und dann gibt es da so eine kleine Maus. Kann man das sehen? Ja, ne? Und da ist ein Hasi. Ja, zuckersüß. Mit Pfeffer und Salz für Ostern. Sehr, sehr niedlich. Und wir haben noch eine Box. Da schauen wir jetzt natürlich auch noch mal rein. Die Box ist gestaltet mit Schmetterlingen. Und unserem schönen rosanen Designerpapier. Hallo, Freunde. Hier drin gibt es nämlich noch ein bisschen Osterdeko. In Form von zwei Hasis. Schön puschelig und flauschig. Aber schön, dass ihr da wart. Ihr müsst leider wieder auf Reisen gehen. Also schön weiter kuscheln. Klappe wieder zu. Und die hübsch dekorierte Kiste kommt natürlich hier wieder rein. Ein paar Ostereier obendrauf. Und die tolle Karte nicht zu vergessen. Klebt dran. An den Karton. Deckel zu. Fertig. Prima, oder? Das liebe ich. Das finde ich richtig schön. So, weiter geht's. Ein Paket hat mich noch persönlich erreicht. Ich drehe noch mal ganz kurz einen Schluck. Oh. Das ist nämlich dieses Paket hier. Zack. Das ist das Paket von der lieben Maria. Und dann gibt es hier eine süße Hasikarte mit einem genähten Hasen. Den kann man da auch abmachen. Und es gibt hier eine Anleitung,
Aber ich verrate noch nicht, wofür. Man kann es auf jeden Fall essen. Sehr, sehr niedlich. Und Hasi kann man abmachen. Den kann man auch weiter benutzen. Den kann man nämlich eigentlich doch, kann man aber auf jeden Fall abmachen. So war der Plan. Und dann haben wir, das finde ich auch total süß, es gibt hier uns davon. Die knistern so schön. Guck mal, kleine Säckchen mit Hasenohren. Die sind auch richtig niedlich. Und ich bin ja gespannt, ich gucke einfach mal rein. Oh ja, hier gibt es eine ganze Menge Hüftgold. Von der Firma mit H. Ich erspare euch jetzt, das anzugucken. Ne? Also wegen den Kalorien, die vom Zugucken schon auf die Hüfte kommen, zeige ich euch das jetzt gar nicht erst. Also es gibt eine Menge Hüftgold da drin. Machen wir hier Hasi-Ohren wieder zu. Zack, so. Sehr süß, oder? Und dann gucken wir in den zweiten. Mit den anderen Schlappohren. Oh, es riecht nach Rose. Vermutlich ist es Seife. Vielleicht kann Maria da nochmal Stellung zu nehmen. Es ist nicht essbar, oder? Es ist Seife. Und es hat Osterei-Form. Kann man das sehen, trotz Klarsichtfolie? Ja, ne? Es ist so ein bisschen ostereiig. Auch sehr süß. Jawohl, Seife ist es. Schreibt sie gerade. Und sie riecht rosig, blumig, rosig. Rosig eigentlich. Sehr, sehr süß. Dies hier sind auch kleine Blümchen. Ja, wie gesagt, also meine Bude roch gut die letzten Wochen. Sehr, sehr süß. Wobei dieses hier ja tatsächlich noch nicht so lange da ist, muss man ja mal gestehen. Nämlich quasi erst ein paar Stunden. Damit ihr wisst, was ich den Rest des Sonntags gemacht habe. Ich hatte heute Besuch. Jawohl. Und dann haben wir hier noch eine Flasche. Ich glaube, das hier ist jawohl, nur Füllmaterial. Hier haben wir eine Flasche. Und hier ist das, wozu hier die Anleitung steht. Wollt ihr mal raten, was das werden könnte? Ich verrate es euch. Ihr könnt es, glaube ich, nicht lesen, weil es spiegelverkehrt ist. Also es wird Möhrenkuchen. Ich muss noch mal gucken, wo das hingeht. Muss ich mich gleich einladen, oder? Ich spicke mal. Ich bin so neugierig, wo der Möhrenkuchen hingeht. Ja. Das ist ein bisschen weit. Aber ich gebe mein Bestes. Vielleicht habe ich eine Chance. Doch, auf jeden Fall wird sich die Empfängerin freuen. Da bin ich mir sehr sicher. Ich weiß nur nicht, ob ich es schaffe, hinterherzukommen, bevor der Möhrenkuchen weg ist. Das muss ich klären. Vielen lieben Dank, dass du dabei bist, Maria. Schwupp. Hier ist noch Verpackungsmaterial. Das legen wir noch mal eben weg. Was haben wir noch? Hier haben wir noch. Ups. Ich muss erst gucken, wo die Adresse steht. Die wollen wir ja nicht zeigen. Hier steht die Adresse. Hier haben wir das Ostergeschenk von Ramona. So, hier haben wir eine Osterkarte.
Ich muss erst mal wieder gucken, wo hier oben und unten ist. So kann man sehen. Sehr schön. Frohe Ostern. Hase mit Knotenohren, voll süß. Ja, ist es. Und eine... Ach nee, noch mehr. Nicht nur eine, sondern auch mehrere. Also wir haben auch eine kleine dekorierte Tasche mit Ostern. Und hier gibt es Lache, Liebe, Lebe. Und da gehört nämlich diese hier mit rein. So, wir wollen hier ja nichts unterschlagen. Ein kleiner Serviettenständer aus Holz. Könnt ihr das sehen? Ja. Ich muss immer nebenbei dran vorbeischielen, damit ich das auch vernünftig in die Kamera halte, damit ihr das auch angucken könnt. Ne? Darum geht es ja hier heute. Sehr, sehr niedlich. Mit einer Karte. Und hier haben wir Mirabellensenf. Und steht drunter lecker zu Käse. Ja, sehr schön. Das stellen wir hier auch wieder rein. Ich habe mir das gerade teuer gekauft. Ne? Also nicht in Mirabelle, aber sehr, sehr süß. Wahnsinn. Ey. Ich finde es immer wieder total faszinierend, wie unterschiedlich und doch so kreativ die einzelnen Präsente sind und bin echt geflasht und freue mich. So, zwei haben wir noch, falls ihr euch fragt, wie weit wir so sind. Das sind jetzt, glaube ich, die kompliziertesten. Erst gucken, wo die Adresse ist. Die ist hier. Das hier ist das Geschenk von Maria. Wir haben nämlich zwei dabei dieses Mal. Die Parketthölzchen stehen auch noch auf meiner DIY-Liste. Ah, sehr gut. Liebe Christiane, liebe Grüße aus Leipzig, Maria. Sehr gerne, Maria. Ein kleiner Gruß an mich, sehr süß, da freue ich mich ja auch immer. Wobei das ja nicht sein muss, müssen wir ja mal ehrlich sein. Ne? Hier habe ich schon reingeguckt, das von Maria ist nämlich schon relativ lange bei mir. Vielen Dank, dass du mir so oft den Tag versüßt. Ein super süßer Stempel, oder? Für Christiane. Auch hier gab es wieder eine kleine Ostereierverpackung. Und in dieser Ostereierverpackung ist ein kleiner Salzstreuer drin, in Form eines Huhns. Ich bin jetzt auch verliebt in ein Huhn. Mhm. Die Hasin und die Huhn. Sehr, sehr süß, ja. Und Post für dich mit einer kleinen Eierkerze und ein bisschen Hüftgold. Super niedlich. Vielen lieben Dank, Maria. Ich freue mich sehr. Das stecken wir schnell weg. Meinen Gruß dazu und zur Seite. Nicht, dass ich das aus Versehen noch mitschicke. Das wäre ja echt unangenehm. Und dann haben wir, hier ist nämlich sehr gut, dass der Gruß nicht auf der Karte ist. So kann ich die Karte komplett zeigen, was ich wirklich schön finde, weil sie sehr aufwendig ist. Ich hoffe, dass ich das schön ruhig halten kann, dass ihr euch das auch anschauen könnt. Und dann kann man nämlich hier die Karte öffnen und dann kommt da sowas bei raus. Ist das süß? Ja, ne? Wahnsinn! Gefällt mir echt gut. Und den Gruß, den schiebe ich hier wieder rein. Der soll ja mit, ne? Genau. Kleine Freude per Post.
Ich weiß gar nicht, wo ich weitermachen soll. Also, wir haben eine kleine Tulpe. Genäht, ausgestopft, kann man so halten. Dann geht's weiter. Hier mit Hasi, kann man Hasi sehen, ja, ne? Und hier drin ist ein Bautzner Senfbrotaufstrich Eier. Auch sehr, sehr süß. Ich gehe davon aus, dass das doch das Originalprodukt ist und nichts wiederbefülltes. Hoppala. Nicht kaputt machen. Nicht kaputt machen. Oh wei, oh wei, oh wei. So. Dann geht's weiter. Dann haben wir hier, ach ja, eine kleine Tüte. Und da drin, ich mach das jetzt mal nicht weiter auf. Okay, eh schon zu spät. Bastelmaterial. Ein Kleberoller ist da drin. Mit der Schleife beschäftige ich mich dann gleich noch. Dann haben wir hier selbes Patent. Auch eine kleine Tüte. Und hier ist Hüftgold drin. Dann haben wir hier eine genähte Stofftasche. Da kann man tatsächlich Stifte reintun, weil man die zwischendurch so auspacken und hinstellen kann. Naja, wenn Stifte drin sind und nicht Süßigkeiten, dann funktioniert das. Aber es gibt tatsächlich auch einen Stift hier drin. Den Drawing 05. Und ich glaube, der ist von... Ne, steht nicht mehr drauf. Doch, aber ich kann es nicht lesen. Tungna 0,45 Strichstärke, also sehr süß zum Zeichnen. Und naja, Hüftgold hatte ich gerade schon erwähnt. Dann haben wir hier eine Kiste mit einer Banderole. Achso, Banderole gucken wollte ihr bestimmt auch, ne? Ups. Da knackt der Stuhl. So, und in dieser Kiste gibt es Eierbecher. Niedliche, süße Eierbecher mit Küken dran. Einen. Und dafür bin ich Maria unfassbar dankbar, Salzstreuer in Grün. Dass ich den nicht haben muss. Ich habe den in Rosa gekriegt. Danke, 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 liebe Maria. Ja, ich freue mich sehr. Den grünen, den schicke ich natürlich mit Freude weiter. Und damit wir, wenn wir nach der Osterfeiertagen vom Sofa wieder runterkommen, auch wieder gut riechen können, gibt es hier noch ein Duschgel. Das stecken wir hier wieder rein. Den Eierbecher packen wir noch ein bisschen wieder rein. Klappe zu. Und dann
Ja, damit habe ich letztes Mal schon so viel Zeit zugebracht, als ich mir das erste Mal angeguckt habe. Aber jetzt geht's. So. Und damit noch nicht genug. Es gibt natürlich noch mehr hier, ne? Wir haben hier aber, Gott sei Dank, an der Seite was zu gucken. Ich hoffe, dass das geht, ohne dass ich hier alles kaputt reiße. Es gibt hier nämlich ein Buch. Und zwar Les Recettes del Courge de la Viala, vielleicht. Ich habe tatsächlich schon mal reingeschnüffelt. Es ist ein Rezeptbuch. Ich habe nur noch nicht so richtig raus, welche Küche das ist. Es sind auf jeden Fall Hausmannsrezepte. Ja. Ich finde es total spannend. Und schick's natürlich auch mit weiter, pack's auch nochmal wieder schön ein. Aber in Seidenpapier packe ich nicht während der Show ein, weil das kriege ich nicht hin. Auf jeden Fall eine schöne Idee. Und das stecken wir alles wieder hier in den Karton hinein. Hoppala, nein! Du, Mäuschen, muss in diesem Karton bleiben. Du kannst dich nicht einfach, nur weil du eine Schnecke bist, hier, die kleine süße Schnecke, die wollte sich gleich vom Acker machen in den nächsten Karton. Das ist ja mal nicht angesagt, ne? Nur mal so nebenbei. So, und dann haben wir noch eins. Jetzt muss ich mal, oh, den Wagen umdrehen, ohne hier alles runterzuraken. Das ist nämlich der größte Karton. Aber auch die meiste Folie. Da muss ich dann noch mal schauen, ob ich das eventuell in einen kleineren Karton stecke. So, und zwar, zack, haben wir hier wieder ein bisschen Post, ein bisschen Gebasteltes. So, CK, ich will ja nichts prophezeien, aber das hier ist das Geschenk von Eva. So, Eva guckt, glaube ich, auch zu, wenn ich das richtig gesehen habe. Ist sie da? Ich weiß gar nicht, wo ich anfange. Ich fange mit den Karten an. Dies sind zwei. Hier sind auch zwei. Ich fange mal mit der Karte für mich an. Oh, liebe Eva, vielen Dank. Also eine Karte von Eva an mich. Super, super süß. Und sie hat auch gleich schon aufgeklärt in der Karte, dass eine von diesen Schachteln für mich ist und eine von den Schachteln für den Wichtel. Nein, für den Hasi-Partner. Ja, und wir haben hier Hüftgold, natürlich, wie soll es auch anders sein, ne? Sehr, sehr süß. Tolle Verpackung, ich mag das. Und dann mit so einer, oh, die Blumen sind ja, also eigentlich wollte ich sie nicht haben, aber vielleicht, ich weiß noch nicht. Da habe ich keine Ruhe für gerade. Also ich packe es aber auf jeden Fall wieder ein. Seht ihr die schönen Blumen? Die gibt es hier auch nochmal für den Wichtel. Also für den Hasi-Partner, ne? Super, super süß. Ach doch, ich habe doch ein bisschen Ruhe. So. Und hier steht nämlich schon CK drauf. Deswegen dachte ich, das ist bestimmt für mich. Und ich freue mich sehr. Vielen lieben Dank.
kleines Klemmchen mit einem grünen Osterei. Und mein CK. Das ist ja auch echt süß. Ich mag so personalisierte Geschenke. Tatsächlich so. In rosa. Ich muss das quietschen sein lassen. Das kommt nicht so gut im Livestream, aber guck mal. Wie süß. Da. Ein Osterhasiwichtel. Sehr, sehr süß. Guck mal, den können wir gleich hier dazu stellen zu den Hasen. Sehr, sehr niedlich. Vielen, vielen Dank, liebe Eva. Ich freue mich. Das stecke ich hier rein. Dankeschön. So. Und jetzt, Charlie, ich trinke noch einen kleinen Schluck. Oh. So. Jetzt schauen wir weiter. Einmal. Oh, das ist auch sehr süß. Die Karte für den Hasi-Partner. Auch eine schöne Idee. Tolle Sache zum Nachwerkeln. Der sieht ja lustig aus, genau. Huhu, der ist ja knuffig. Hallo Simone. Dann gibt es Hüftgold, hatten wir gerade schon. Auch für den Hasi-Partner. Und hier gibt es den Hasi-Wichtel in Gelb. Wollt ihr nochmal Tschüss sagen, wenn der Gelbe wieder auf die Reise geht? Und dazu gibt es, oh ja, das kriege ich nicht heile raus, so heile wieder rein. Ich baue ein bisschen mal auseinander. So, hier gibt es ein Holzei. Das finde ich auch Bolze Easter. Ein Holzei mit Mütze. Ups, jetzt habe ich auch noch die Finger mitten im Gesicht. Das ist ja nicht unfassbar. Auch sehr, sehr niedlich, ne? Mit einer gestrickten Mütze, weil es könnte noch ein bisschen kalt sein. Sehr süß. Dann haben wir ein paar Teebeeren in Himbeervanille. 2 bis 4 pro Tasse mit heißem Wasser aufgießen, umrühren und genießen. Kennt ihr bestimmt alle schon, ne? Die sehen ein bisschen aus wie Gummibären, aber die kann man auflösen in Wasser. Und dann schmeckt es ein bisschen wie Tee. Und Eva hat eine Box dekoriert. Und da haben wir auch nochmal Süßigkeiten. Entschuldigung, ich kriegte gerade schon wieder eine Nachricht. Ich bin dann immer sehr abgelenkt, wenn ich so direkt in die Kamera gucke und die Nachricht da so aufpoppt. Genau, also eine toll süß dekorierte Kiste mit Hüftgold und der Hasi-Wichtel passt gut, ne? Ich habe genug Hüftgold. Ich muss auch, wenn das rosa ist, ne? Aber die Teebeeren rutschen da auch wieder mit hinein. Und Hasi kommt da auch hinein. Eva, vielen lieben Dank. Schön, dass du mitmachst. Jetzt muss ich mal eben schauen. Ich werde tatsächlich dein Paket umpacken. Weil ist ein bisschen groß. Ich packe es in was Kleineres. Ich hoffe, das ist in Ordnung für dich. Aber schön, dass du dabei bist. Vielen lieben Dank. So. Das war's. Wahnsinn. So viele schöne, tolle Ideen. Das ist echt Hammer. Ja, vielen lieben Dank an euch alle. ich hatte keinen anderen. Kein Problem. Ich habe hier noch ein paar rumstehen. Kein Problem. Ich packe das um. Also, vielen lieben Dank, dass ihr so zahlreich mitgemacht habt. Ich freue mich wirklich immer sehr, dass das so super ankommt bei euch. Und ja, ich werde heute Abend das alles schön wieder verpacken und das morgen zur Post bringen, so dass ihr das hoffentlich, und
Ich habe ganz kurz ja schon Schweißausbrüche gekriegt, ne? Also, wenn Donnerstag Feiertag gewesen wäre, dann hätte das definitiv nicht mehr funktioniert vor Ostern. Jetzt habe ich noch die Hoffnung, dass das vor Ostern noch bei euch ankommt. Ich bringe es auf jeden Fall morgen zur Post, damit ihr das schnellstmöglich in den Händen haltet und euch darüber freuen könnt. Genau. Ja, ich verrate euch natürlich gleich, für wen die einzelnen Hasi-Präsente sind. Ich möchte nur vorher mich nochmal bei allen bedanken. Und ja, wir machen natürlich auch wieder Wichteln. Kein Problem. Das werden wir vermutlich wieder kurz vor Weihnachten auslosen. Aber also so wie im letzten Jahr, ihr kennt das schon. Ich mache aber natürlich wieder Werbung auch fürs Wichteln dann, wenn es losgeht. Ich sage Dankeschön, dass ihr alle zugeschaut habt. Und wer nicht wissen möchte, was er geschickt bekommt, der kann jetzt abschalten, weil ich jetzt erzählen werde, für wen die einzelnen Hasi-Präsente sind. In der Hoffnung, dass ich das alles noch so schön zusammenbekomme. So, wir fangen mal oben an. Fängt ja schon super an. Achso, das Präsent von der Ramona. Das war das Holzgestell für die Servietten und die Senfsoße. Das bekommt die liebe Heidi. Dann haben wir von der Heike, das war die Kiste, dieses Ideen, das Wort ist weg. Oh, das war so ein schönes Wort. Mit der Tüte, wo Hasenbuddy draufsteht, ihr erinnert euch, mit dem Kugelschreiber drin und den Klemmchen drin und dem Zettelhaufen drin und Schokolade drin. Das Präsent von der Heike geht nach Hamburg zur lieben Iris. Das Präsent von Iris, da gucken wir jetzt noch mal eben und holen uns eine kurze Inspiration. Ach, Iris, wo bist du abgeblieben? Vor lauter Kartons finde ich hier nichts wieder. Iris, wo ist dein Karton geblieben? Ich habe ihn vorhin noch aufgemacht, weil Iris habe ich tatsächlich nicht vorher reingeguckt. Wo ist er hin? Der Iris-Karton, der kann doch nicht weg sein. Iris? Ja, du sitzt hier, genau. Und wo ist dein Karton hin? Das ist auch nicht Iris. Iris, wo ist dein Karton hin? Was war da drin? Das ist Maria. Steffi, Dörte, habe ich bestimmt untergebuddelt hier, oder? Lisa, ach schön, dass der gerade noch da war. Und wo ist er jetzt hin? Das weiß ich nicht. Ja, ich auch gerade nicht. Das ist weg. Ich sag ja, wenn man sich hier eingebuddelt hat, dann geht hier nichts mehr. Iris, verrate uns bitte ganz kurz, was hinter dem Karton drin war. Wo habe ich dich denn bloß hingestellt? Ich weiß es nicht mehr. Ja, da hinten. Ich komme nicht dran. Ja, hast du mir persönlich gebracht. Genau. Sag, verrate doch noch mal ganz kurz, was da drin war. Ich komme nämlich nicht mehr dran. Ich habe mich erfolgreich eingebuddelt. Jetzt verrat doch mal. Ostertüte, Osterkorb mit Eiern. Hallo Katja, schön, dass du reinschaust. Richtig, genau. Das
Also, das Geschenk von der lieben Iris geht an die liebe Sabine. Dann haben wir das Geschenk von Maria aus Leipzig. Ihr erinnert euch, die schön gebastelte Karte plus die Kleinigkeiten mit dem Bastelaufkleber und dem grünen Salzstreuer. Das Geschenk geht zu Ramona. Holzhasis in der Tüte. Richtig. Oh Mann, ey, ich bin hier echt, oh wei, oh wei. Ja, also, und dann haben wir das Geschenk von Maria. Stellvertretend, da komme ich gerade noch dran, gab es hier dieses. Das Geschenk von Maria macht sich auf die Reise zur lieben Kriemhild. Deswegen sage ich es nicht so einfach, dass ich da ein Stück Kuchen abkriege. Dann haben wir das Geschenk von der lieben Eva. Das ist das, was wir gerade zuletzt ausgepackt haben mit dem Freund hier. Nee, dieser Freund bleibt bei mir, aber mit dem gelben Freund. Das kriegt die liebe Maria T. Also, das bleibt quasi in der Gegend. Dann haben wir das Geschenk von der lieben Anja. Das liegt hier Gott sei Dank auch oben drauf. Ihr erinnert euch. Ich mich nicht. Zu viele Geschenke in zu kurzer Zeit. Ach ja, das war Salz- und Pfefferstreuer in Hasi. Das Geschenk von Anja geht, oh, das bleibt auch hier. Das geht nämlich zu der lieben Dörte. Wie praktisch. Dann haben wir das Geschenk von der lieben Steffi. Das kleine Handicap-Geschenk. Hier mit der süßen Hasi-Tüte und der Tasse drin. Das geht nach Weinstadt zu Anja Ehmann. Und deswegen glaube ich auch, dass diese Tasse genau die richtige ist. So, dann haben wir das Geschenk von der lieben Kriemhild. Kriemhild hatte ja Osterdeko gebastelt. Irgendwo. Funktioniert nicht mehr. Da hinten. Osterdeko gebastelt. Liebe Kriemhild, dein Geschenk macht sich wieder auf die Reise zur lieben Maria P. Nach Leipzig. Dann haben wir das Geschenk von der lieben Sabine. Sabine, ich weiß, es war eins der ersten Geschenke, die ich ausgepackt habe. Die Frage ist nur, wo war es? Wo ist es und was war drin? Gott im Himmel. Ach, ich glaube, das war... Genau, Sabine. Ich verifiziere kurz. Yes! Sabine war die gravierte Tasse und das geht an die liebe Steffi. Steffi, stell dich schon mal drauf ein. Heiße Schokolade kannst du demnächst trinken. Dann haben wir das Geschenk von der Lisa. Lisa hatte dieses Album. Und in der anderen Verpackung die Schokolade. An manches kann ich mich da noch erinnern, ne? Wahnsinn. Lisas Geschenk geht zu Heike. Das bleibt auch quasi in der Nähe, denn auch Heike wohnt im Bremer Umland. Dann haben wir das Geschenk von Heidi. Ja. Von Heidi. Lass mich kurz drüber nachdenken. Nee, das war Heike. Oh, Heidi hatte die Kerzen. Die Kerzen mit der Kerzenverpackung. Jetzt fällt es mir wieder ein. Das Geschenk von Heidi mit den Kerzen geht auf die Reise nach Baden-Württemberg zu Lisa. Und das Geschenk von Dörte. Dörte hatte auch die Eier mit dem Pailletten
ihr erinnert euch auch relativ am Anfang, das bekommt die liebe Eva. Jawohl, das war unsere Hasenparty. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit euren Hasi-Präsenten. Mir hat es unfassbar viel Spaß gemacht, wie immer. Ne? Geschenke auspacken ist toll, vor allen Dingen, wenn man sie hinterher wieder einpackt und weiter verschenkt. Oder weiter verschickt, so rum. Ja, ich sag ganz, ganz herzlichen Dank für die tollen Präsente, die auch ich bekommen habe auf unserer Hasenparty. Und ja, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und zugeschaut habt. Ich habe natürlich die Uhr verpasst. Oh ja, das ist genau wieder 1,5 Stunden wie letztes Mal auch, ne? Das 1,5 Stunden pendelt sich so ein. Ja. Auf jeden Fall sage ich herzlich Dankeschön. Ich freue mich, dass ihr Spaß hattet. Ich wünsche euch schöne Ostertage und wie gesagt, eure Hasenpräsente machen sich morgen auf die Reise zu euch. Und ich schicke einen dicken Gruß hinterher und hoffe, dass das vor Ostern noch ankommt. Wir danken dir fürs Organisieren. Macht immer mega Spaß. Sehr, sehr gerne, liebe Iris. Das mache ich wirklich sehr gerne, weil ich mag einfach wirklich dieses Kreative und das Ich mag dieses Kreative. Ich mag einfach das so viele tolle Ideen zusammenkommen. Trotz, ja, dass man einfach nur so ein paar Informationen weitergibt mit Vorlieben und Abneigungen. Und ja, ich finde es einfach total toll, was da so an Kreativität entsteht und freue mich jedes Mal mega darüber, dass ich das hier zwischenparken kann und dass wir das einfach zeigen können. Und ich mag das, dass wir einfach die Geschenke auf diese Art und Weise auch würdigen und die nicht einfach nur hin und her geschickt werden und man das vielleicht gar nicht so sieht. Insofern haben wir hier einfach alle was davon und ich mag das. Deswegen wird es auch wieder ein Weihnachtswichteln geben, selbstverständlich. Und ja, jetzt machen wir erstmal Ostern und ich grüße euch herzlich. Ich danke euch fürs Mitmachen und habt's gut. Passt auf euch auf, bleibt schön gesund und schöne Ostern. Tschüss.